Diese Verbrecher, die die Lehrpläne verbrochen haben, sollen nie wieder aus einer extrem harten Folter herauskommen, weil sie unsere gesamte Lebenszeit verschissen haben! Bandenkriminalität! Ja. Tja. Heute Nacht hat übrigens einer angerufen gegen 0.20 Uhr. Ich vermute, dass es irgendwelche Hater waren von mir. Wobei ich nicht wüsste, wie sie an die Nummer gekommen sein sollten. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es die Mafia in Form von Mafia-Inlandsgeheimdienst war, weil ich mich ja mit denen so angelegt habe. Deswegen habe ich die auch gleich angerufen und gesagt, dass ich es eine Unverschämtheit finde, hier anzurufen. Und ich hoffe nicht, dass das sich wiederholt. Sollte es sich wiederholen, müssen wir eventuell das Telefon nachts ausnehmen aus der Steckdose. Ach so, ja. Weil sonst wird es wahrscheinlich die ganze Zeit klingeln. Ah ja. Nur, dass du auch weißt, aha, wie der Sachstand ist. Ja. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, deine Telefonnummer rauszufinden. Ich wüsste nicht, wie man die rauskriegen soll. Es kann eigentlich nur der Mafia-Inlandsgeheimdienst wissen, weil sonst weiß es keiner deine Nummer. Ja. Und ich habe sie natürlich auch nirgendwo gepostet oder so. Also es ist klar, dass man die Nummer nicht rauskriegt. Ja. Außer natürlich der Mafia-Inlandsgeheimdienst, der kennt ja alle Telefonnummern, das ist ja klar. Ja, ja, ja. Also es kann eigentlich nur diese Instanz sein. Ja. Und insofern, ja, denke ich, liege ich da richtig. Ja, so gegen 0.20 Uhr, das ist einfach eine Uhrzeit, wo ich davon ausgehe, dass keiner, nicht Christel, nicht Giacomo, wo niemand angerufen würde. Giacomo ist doch nicht da, der ist in Sardinien. Naja, aber trotzdem, der würde ja auch nicht um 0.20 Uhr anrufen, deswegen ist klar, es war jemand, der uns nicht wohlgesonnen war. Sonst würde man nicht anrufen um die Uhrzeit. Das ist wirklich unglaublich. Mhm. Tja, sowas ist leider unvermeidbar, wenn man eben sich engagiert. Gibt es eben dann so Mafia-Fuzzis, die sich dann eben angegriffen fühlen und dann eben einschüchtern wollen. Und das schaffen sie natürlich nicht. Na, du lässt dich ja nicht einschüchtern. Nee, ich lasse mich nicht einschüchtern, aber ich dachte, dass du vielleicht geweckt wurdest oder so und dass du vielleicht gestört wurdest oder so. Nee, dann ist ja immerhin das schon mal ganz gut. Du, okay, das ist natürlich gut, weil das Haus gut isoliert ist. Was ich rausgefunden habe, ich habe diesen Algorithmus von der Stanford University, ja, der herausfinden kann, basierend auf der Gesichtsphysiognomie, also aufgrund der Gesichtsstruktur, ja, wer homosexuell ist und wer nicht. Aha. Und da habe ich rausgefunden, dass Barack Obama, ah, ja, der Ex-Präsident, ja, weil, weiß ich, wer dass der homosexuell ist. Ah. Das wusste krass, ich oder? Krass, das hätte ich früher nicht gedacht. Naja, Philipp, gib mich da mal. Aber auf. Ist krass, ja. Darauf kommen, Philipp. Ja. Also, interessiert dich vielleicht ja auch, weil du ja auch mit Gala und so, ist ja vielleicht durchaus für dich jetzt interessant. Und was dich eventuell auch interessiert, der Joachim Löw, der Fußballnationaltrainer, der wird auch als homosexuell eingeschätzt. Und auch der Manuel Neuer, der Torwart. Ja, freilich. Ja, aber das wird ja bisher gar nicht irgendwie zugegeben oder überhaupt thematisiert. Weil ja viele Angst haben, dass dann ihre Karriere zu Ende ist oder so, dass sie irgendwelche Nachteile haben oder so. Ja, das stimmt. Mhm. Aber das will man vielleicht gar nicht so publik machen. Ja, ich habe schon festgestellt, dass, also wenn ich zum Beispiel Journalisten anschreibe mit meinen Erkenntnissen, dann melden die sich gar nicht. Das heißt, das Thema ist zu kontrovers für die.
Mhm. Die wollen das dann gar nicht anrühren. Mhm, das geht. Mhm. Mhm. Zum Beispiel die Außenministerin, mhm, die ebenfalls Annalena, die ist, mhm, auch eine unterdrückt existierende Homosexuelle. Mhm. Die ist aber ja in einer Fake-Ehe, hat sogar Kinder und tut ja immer so auf so bürgerlich erfolgreich und so, die war ja auch auf der London School of Economics oder an der London School of Economics. Ach, das ist die eine Fake. Aber hat sich da irgendwie reingekauft. Mhm. Reingekauft? Weil die war von der schlechtesten Uni in Deutschland. Da wäre sie gar nicht genommen worden. Ja, da hat sie sich irgendwie reingekauft. Ich vermute, so wie das immer heißt in diesen Verschwörungstheorien, dass das stimmt, mhm, dass George Soros sie reingekauft hat. Das ist dieser Milliardär aus den USA. Mhm. Weil der ist nämlich auch unterdrückter Homosexueller. Mhm. Und das ist ja dann genauso wie bei ihr. Das heißt, es ist schon naheliegend, dass der sie reingekauft hat und ihr gesagt hat, mach das doch genauso wie ich. Mhm. Mit Fake-Ehe, mhm, und so, dass sie Karriere machen kann. Mhm. Und dann raus nun die Annalena. Ja. Die Annalena. Ja, was mit der? Die ist noch ganz jung. Die auf jeden Fall ist sie ganz garstig. Ja, weiß ich, aber die wirkt so jung. Also, ich finde, die wirkt total garstig. Total garstig. Die ist so unverschämt. Die will den Dritten Weltkrieg. Auf Teufel komm raus. Auf Teufel komm raus, die will es unbedingt haben. Vielleicht interessiert es dich, die Victoria Beckham, die Spice Girls Sängerin, ja. Tom Cruise, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Kate Blanchett, Jennifer Lawrence, Tilda Swinton und Natalie Portman sind auch homosexuell. Ja. Mhm. Habe ich rausgearbeitet. Ich habe mir die alle angeguckt. Foto hochgeladen in den Algorithmus und das sind die, die als homosexuell identifiziert wurden. Ach, das ist ja auch interessant. Mhm. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, Philipp. Ja. Und Nicole Kidman. Ah ja. Oder zum Beispiel dieser Björn Höcke, der von der Alternative für Deutschland, ne, dieser Björn Höcke, der ist auch homosexuell. Mhm. Und ganz viele im Bundestag. Annegret Kramp-Karrenbauer auch. Nein. Renate Künast und auch Angela Merkel. Mhm. Und ich glaube auch die Sarah Wagenknecht. Ah, das ist wirklich unglaublich. Ja, ist unglaublich, ja. Ja, also. Ja, so ist das, ne? Und auch Beatrix von Storch, diese, die auf Flüchtlinge schießen wollte. Die sind so verrückt, alle Tage von dieser AfD auch. So verrückt. Gucken wir mal, was gut ist, was ich mir auch kaufen würde, wenn ich jetzt Geld hätte. Ist so ein Aufsatz für die Nase. Da kann man, das ist so mechanische Weise, die Nasenflügel so nach so weiten. Ah, und dadurch, ja, ja, kann man besser atmen und man schnarcht wohl auch weniger. Aber schnarchst du mal? Nein, du aber. Mehr Luft im Schlaf und Sport. Mhm. Das war unglaublich, auch wie erfinderisch die Leute sind. Ja, also, oder? Trotz des ganzen Mafiasystems. Ja. Man darf sich halt nicht unterkriegen lassen. Nein, nein, nein. Vielen Dank. Alles Gute euch. Tschüss und bis bald.